Freunde, schaut euch das einfach mal an. Heute machen wir eine Labyrinthbau-Challenge durch unsere Körper. Mit dabei ist Ukri. Was geht ab? Was geht ab? Mein Körper wird sowas von cool. Keiner wird dort durchkommen. Das werden wir noch sehen. Und mit dabei ist auch Oxui. Was geht ab, Leute? Mein Labyrinth wird sowas von krass, Mann. Ihr werdet es auf gar keinen Fall bis zu meinem Kopf schaffen. Also, Freunde, ihr habt's gehört. Wir müssen es schaffen, bis zum Kopf zu kommen. Da wird uns nämlich eine riesige Belohnung erwarten. Also würde ich sagen, jetzt fängt jeder an, sein Labyrinth zu bauen. Und nachdem wir es fertig gebaut haben, muss jeder von uns einmal das von den anderen bestehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, Freunde, schaut jetzt erstmal in eure Kisten rein. Dort sind nämlich richtig viele Fallen dabei. Oh, wow, hast du das etwa alles selber da reingemacht, Sam Lucky? Ja, genau, die werden das Labyrinth richtig sicher machen. Und es wird noch schwieriger, das ganze Labyrinth zu bestehen. Okay, ich habe schon was in Planung. Das wird sowas von cool, Sam Lucky. Okay, ich starte direkt, Sam Lucky. Geht schon los, geht schon los, geht schon los. Ja, ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1 und 0. Lass uns die Spiele beginnen. Okay, Freunde. Ihr habt's gehört. Wir werden jetzt anfangen mit unserem Labyrinth. Als allererstes machen wir jetzt hier einen kleinen Eingang an. Let's go, let's go. Und jetzt machen wir hier verschiedene Wege rein. Also, die müssen sich gleich für einen dieser Wege entscheiden, aber warte mal, davor schauen wir einfach mal bei Oxy vorbei, aber ganz, ganz heimlich. Warte mal, was plant er da bitte sehr? Er fängt sein Labyrinth mit Sicherheitstüren an. Oh, das ist ja richtig unfair. Oh Mann, keiner wird da reinkommen. Ich bin mir zu 100% sicher. Wartet mal, ich werde hier jetzt einfach Fake-Wasser mit platzieren. Die werden denken, dass das Ganze echtes Wasser ist. Ey, Mann, Freunde, wir sehen einfach alles, was er platziert. Wie cool ist das denn bitte sehr? Okay, Sam Lucky. Warte mal, Sam Lucky, was machst du da bitte? Schummelst du gerade und spickst bei mir? Nein, nein, du hast gar nichts gesehen. Okay, was machst du bei mir? Geh hier schnell weg. Nix. Oh Mann, ihr wollt doch etwa nicht schummeln. Ich habe ganz sicherlich nicht geschummelt. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir nehmen sofort mal ein paar Fallen raus und schaut euch einfach mal an, wie viele Möglichkeiten wir hier haben. Wir haben hier einfach solche Spikes. Ich würde sagen, die verwenden wir auch sofort. Und zwar machen wir hier einfach zu Beginn direkt einen Jump rein, nämlich ein 3-Blöcke-Jump. Und da muss man rüberkommen. Und wenn man da reinfällt, dann sieht es gar nicht gut aus für einen. Also, ich kann mir schon voll gut vorstellen, dass Ukri oder Oxy da reinfallen wird. Hahaha. Freunde, wie cool ist das denn bitte sehr? Ukri, was soll das? Ey, Sam Lucky, ich wollte nur mal kurz schauen, wie weit du schon bist. Aber ich sag dir, mein Labyrinth wird viel cooler als deins. Schauen, wie weit ich bin? Dir ist schon klar, dass das Ganze schummeln ist. Ich würde sagen, ich schau einfach auch mal, wie weit du bist. Oh, ich habe aus Versehen deine Falle entdeckt. Hahaha. Oh nein, ist das dein Ernst? Jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Ey, Oxy, und du machst genau dasselbe. Jetzt geh ich hier schon weg, Junge. Stimmt doch gar nicht. Ich hab mir die Spikes geklaut. Haha. Okay, geh schön auf deine Seite wieder. Ich will das nicht nochmal sehen von euch. Sonst muss ich drastische Maßnahmen ergreifen. Ihr wisst schon, Freunde, wir werden sie erledigen, wenn das noch einmal vorkommt. Okay, aber fürs Erste müssen wir jetzt unser Labyrinth weiterbauen und dafür schauen wir nochmal in unsere Kiste. Ihr habt es gerade eben bestimmt schon gesehen. Ukri hat dieses Fake-Gras auch verwendet und ich würde sagen, das verwenden wir jetzt hier gleich auch einmal. Warte mal, das klappt irgendwie nicht. Oh, ich habe eine Idee. Wir müssen das hier ein bisschen tiefer bauen und jetzt überziehen wir das Ganze einfach mal mit Fake-Gras. Und wenn man hier rüberläuft, dann fällt man hier einfach rein, Freunde. Habt ihr das gesehen? Wie cool ist das denn bitte sehr? Okay, Freunde, als nächstes würde ich sagen, spicken wir einfach mal bei Ukri. Aber damit er mich nicht sieht, benutzen wir hier ein Verkleinerungsgerät. Und damit können wir uns einfach richtig winzig machen. Passt auf, Freunde. Und let's go. Jetzt bin ich einfach ein kleiner Zwerg. Und so können wir jetzt einfach zu Ukri gehen und er wird mich niemals sehen. Warte mal, was hat er hier eigentlich vor? Oh, wow, ich bin in die Falle getappt. Das kann nicht wahr sein. Ich muss hier schnell weg. Warte mal, warum wurde meine Falle ausgelöst? Wer war das? Sam Lucky, Oxy, seid ihr noch bei euch oder seid ihr irgendwie auf mein Level gekommen? Ja, ich bin hier hinten, Ukri. Was ist denn los? Ja, und ich bin hier hinten. Sam Lucky, warst du gerade bei mir? Nein, ich war natürlich nicht bei dir. Ich war die ganze Zeit hier. Du hast mich einfach übersehen, Ukri. Ich glaub, du siehst Geister. Keine fiesen Tricks anwenden, Sam Lucky. Bleib auf deiner Seite, sonst wirst du schon sehen, was passiert. Okay, Ukri, alles gut. Okay, wir bauen jetzt weiter mit unserem Labyrinth. Wir müssen uns nämlich beeilen. Die anderen sind schon richtig weit. Oh Mann, wie weit ist denn bitte der Oxy? Wehe, du guckst wieder, Sam Lucky. Warte, Mann, weißt du, was ich mir jetzt raushole? Wie, was du dir rausholst? Ich guck nicht. Ich mach schon weiter, Oxy. Übertreib nicht.
nicht. Besser ist es, Sam Lucky. Oh nein. Ich verstecke mich in meinem Labyrinth. Hier wirst du niemals reintreffen. Okay, Freunde, wir machen jetzt weiter. Wir werden jetzt nämlich richtig cool mit Ghostblocks reincheaten. Damit können wir einfach geheime Wände herstellen. Wie zum Beispiel diese Tür. Und die anderen werden niemals wissen, dass man hier einfach weitergehen kann. Und das wird auch der geheime Gang sein. Die anderen sind nämlich nur Sackgassen, Freunde. Hier geht's gar nicht weiter. Hier werden wir jetzt nämlich ganz viel Lava hinplatzieren und diesmal keine Fake-Lava. Und hier in die Mitte muss ich kurz schauen. Warte mal, wir nehmen uns doch mal was aus der Kiste raus. Okay, perfekt. Hier werden wir einfach Fake-Wasser platzieren. Und für die Leute, die nicht wissen, was Fake-Wasser ist, das ist einfach Wasser, was dir Schaden macht. Okay, Freunde, als nächstes habe ich wieder eine richtig gute Idee. Wir müssen kurz zu unserer Kiste gehen. Wir nehmen uns hier diese Falle. Und noch hier ein paar Windturbinen. Damit werden wir gleich den anderen nämlich eine richtig coole Falle stellen. Und wie weit sind die anderen bitte sehr schon? Oh Mann, Ukri hat ja schon fast sein ganzes Labyrinth fertig. Doch nicht. Sim Lucky, ich hab gesagt, nicht mehr spicken. Sonst gibt es Konsequenzen. Also Sim Lucky, beim nächsten Mal wirklich 100% werde ich ganz viel TNT zünden. Okay, beruhig dich. Du hast sowieso noch fast gar nichts gebaut, Ukri. Da ist einfach gar nichts. Was willst du da? Du hast selber nichts gebaut. Ah. Ey, was soll das, Junge? Du kriegst das gleich zurück. Okay, okay, perfekt. Nicht so schlimm. Alles gut. Ich baue jetzt um mein Labyrinth weiter. Orksi, was machst du bei meinem Labyrinth? Nichts, Sam Lucky. Du hast die Kamera dort nicht gesehen, womit ich dich die ganze Zeit dann beobachten kann. Haha. Wie? Du hast es mir gerade gesagt. Danke, die mache ich jetzt einfach weg. Haha, Orksi. Naja, aber Sam Lucky, ich habe noch viel, viel mehr platziert. Warte ab. Wie? Was? Oh Mann, das ist richtig unfair. Ich werde mich rächen bei dir, Orksi. Okay, egal. Ich baue jetzt mein Labyrinth weiter, damit die anderen keine Chance haben, das hier zu bestehen. Ich würde sagen, ich platziere jetzt hier mal einfach eine Bärenfalle. Und Freunde, denkt euch bestimmt, hier kann man einfach so richtig easy vorbeigehen. Nein, ich platziere hier noch eine. Und damit ich das denen richtig schwierig mache, würde ich sagen, platziere ich hier einfach ein paar Windturbinen. Das heißt, wenn die hier einmal rüberspringen, werden die einfach von den Windturbinen zurück in die Falle geweht. Findet ihr auch, das ist eine richtig gute Idee? Und wenn Ukri und Orksi weiterkommen wollen, müssen die hier in diesen Eingang. Aber Freunde, das machen wir denen natürlich auch nicht so einfach. Nämlich werde ich hier wieder eine geheime Tür platzieren. Also ich glaube, das Level ist fast unmöglich. Die werden niemals darauf kommen, dass hier eine geheime Tür ist. Außer jemand beobachtet mich. Aber gerade sieht es noch gut aus. Orksi, Ukri, wie weit seid ihr? Oh, Sam Lucky, ich bin fast schon fertig. Ich bin jetzt am Hals. Bist schon am Hals? Oh, das ist ja richtig cool. Aber hast du auch überall Fallen platziert? Oh ja, natürlich. Und es sind mega, mega schwierige Fallen. Du wirst es niemals schaffen, sie zu absolvieren. Naja, Orksi, das werden wir am Ende des Videos sehen. Aber jetzt, Freunde, mache ich erstmal wieder weiter mit meinem Level. Okay, perfekt. Wir bauen hier erstmal weiter in Richtung meiner Krawatte. Und zack, zack, zack. Hier müssen wir natürlich immer das Ganze im Zickzack bauen. Perfekt. Und vielleicht gehen wir sogar runter zu unseren Armen, Freunde. Das wäre vielleicht auch mal eine richtig coole Idee. Okay, Freunde, hier bei den Armen werden wir jetzt auch eine Sicherheitstür platzieren, aber keine normale, nämlich eine mit einem Passwort. Und um hier dann durchzukommen, müssen Ukri und Orksi gleich eine Frage beantworten. Okay, ich würde sagen, wir schreiben einfach mal hin. Was ist 10 mal 10? Fragezeichen. Und Ukri und Orksi müssen gleich auf das richtige Ergebnis kommen. Das werden wir hier einmal natürlich auch eingeben, nämlich 100. Und ich bin gespannt, ob Ukri gut in Mathe ist. Und Freunde, als nächstes platzieren wir einen geheimen Dispenser. Aber das ist kein normaler, wie ihr schon sehen könnt. Nämlich ein Nether-Dispenser. Und was er kann, zeige ich euch jetzt. Nämlich werden wir genau hier vorne, so unsichtbare Druckplatten platzieren. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann wird hier einfach alles angezündet. Somit wird Ukri oder Orksi einfach so lang gehen, sich nichts Schlimmes denken. Und wenn er dann nach vorne geht, wird er einfach angezündet, Freunde. Ist das nicht gut? Die werden 100% darauf reinfallen. Okay, und ich würde sagen, davon müssen wir auch nicht sparen. Deswegen platzieren wir gleich mehrere. Zack, zack, zack. Okay, Freunde, das ist schon mal richtig, richtig gut. Ich sag's euch ganz ehrlich, zack. Hier wird einfach alles anfangen zu brennen. Wie cool ist das denn bitte sehr? Und Freunde, wir nähern uns jetzt unserem Kopf. Das heißt, wir müssen jetzt richtig sicher bauen. Deswegen würde ich sagen, wir fangen gleich an mit den ersten Lasern. Aber als allererstes bauen wir uns mal wieder auf die andere Seite unseres Arms. Okay, perfekt. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir
wir hier mal wieder einen kleinen Bereich aushöhlen. Und let's go. So sollte das, glaube ich, passen. Jetzt werden wir hier Laserblöcke platzieren. Und wenn wir auf der anderen Seite den nächsten platzieren, bildet sich hier somit ein Laser. Und für die, die nicht wissen, was passiert, wenn Ukri oder Orksi in diesen Laser reingehen. Wow, was ist denn da passiert, Orksi? Orksi, alles gut bei dir? Oh Mann, Simlaki, was ist da passiert? Jungs, das war eine kleine Fehlzündung. Alles gut, ich baue das wieder auf. Orksi, dein ganzes Labyrinth ist kaputt. Du weißt schon, wir haben nicht mehr viel Zeit, also beeil dich, Orksi, lieber. Ich krieg das hin, Jungs, macht euch keine Sorgen. Ja, Freunde, das beachten wir jetzt einfach mal nicht. Naja, besser für uns, Freunde. Wir können jetzt weiterbauen und haben einen kleinen Zeitvorsprung. Okay, wir platzieren hier sofort die nächsten Laser und zack, 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 Freunde. Hier werden natürlich auch ein paar Laser platziert und das sieht jetzt einfach so aus wie in einem Hochsicherheitsraum, Freunde. Aber in diesem Gang haben wir noch gar keine Fallen platziert. Das heißt, das werde ich jetzt auch mal tun. Okay, Freunde, nämlich werden wir in diesen Gang jetzt Geschütze reinbauen. Einmal hier ein Geschütz hin, zack, perfekt, Freunde. Und hier mit dem Block müssen wir nochmal schnell abbauen. Warte mal, warum klappt das nicht? Okay, perfekt. Und ich würde sagen, hier werden wir auch noch ein Geschütz platzieren. Und alle guten Dinge sind drei, deswegen hier auch noch eins hin. Ihr denkt euch bestimmt, was für ein Geschütz, da ist doch gar kein. Naja, Freunde, wir werden das Geschütz jetzt auf aggressiv umstellen. Und da seht ihr schon, hier fährt einfach so ein Geschütz raus. Und wenn das irgendein Spieler sieht, dann wird es ihn sofort attackieren, Freunde. Ich bin gespannt, wie Orksi und Ukri auf diese Geschütze reagieren werden. Okay, Freunde, wir gehen jetzt wieder an den Punkt und bauen jetzt hier weiter. Ich würde sogar sagen, wir bauen jetzt sofort bis zum Kopf, aber so leicht kommt man nicht in meinen Kopf rein. Okay, Freunde, hier werden wir nämlich eine Sicherheitstür hinbauen und diese wird nur aufgehen, wenn Ukri oder Orksi hier ein bestimmtes Item reinwerfen, nämlich eine Keycard. Und wenn wir die jetzt hier reinpacken, geht die Tür auf, aber anders kommen sie nicht in meinen Kopf rein. Und wenn Orksi und Ukri hier angekommen sind, werden die sich richtig ärgern, dass sie nochmal den ganzen Weg rückgängig gehen müssen, Freunde. Nämlich werde ich die hier irgendwo am Anfang verstecken und darauf wird Orksi und Ukri niemals kommen. Ich werde hier eine Kiste hinmachen und diesen Weg werde ich jetzt mit Ghostblöcken verstecken. Also, wenn Ukri und Orksi Glück haben und hier lang gehen, kommen sie in diesen Geheimraum. Aber wenn sie Pech haben, werden sie bis zum Ende gehen und dann es erst herausfinden, dass es hier irgendwo im Labyrinth einen Geheimraum gibt. Okay, und hier verstecken wir jetzt unsere Keycards. Und Freunde, ihr habt euch sicherlich gedacht, im Kopf ist doch gar keine Belohnung. Die werden wir gleich für Orksi und Ukri reintun. Aber zuallererst, bevor wir die Belohnung reintun, würde ich sagen, müssen wir hier diesen Weg noch ein bisschen sicherer machen, weil hier haben wir irgendwie nichts hingebaut. Aber dafür habe ich auch schon eine richtig gute Idee. Nämlich werden wir hier Elektrozäune benutzen. Wenn Ukri einmal diesen Elektrozaun berührt, Freunde, dann wird er einen Elektroschock kriegen. Das heißt, er muss hier richtig aufpassen, dass er hier diesen Elektrozaun nicht berührt. Um nicht Schaden zu kriegen, Freunde. Okay, ich würde sagen, wir platzieren hier noch ein bisschen was vom Elektrozaun. Und ich glaube, so wird es auch nicht schaden. Und weil wir richtig fies sind, machen wir es Ukri noch schwieriger, indem wir einmal hier echtes Gras platzieren und beim zweiten Block Fake-Gras platzieren. Wir bauen es jetzt ein bisschen runter. Und wenn Ukri hier hinspringt, dann fliegt er einfach runter und kriegt voll Damage. Hier wieder ein Fake-Block, ein echter, ein Fake-Block und ein echter, Freunde. Und somit würde ich sagen, das war's mit meinem Level. Wie findet ihr es, Freunde? Ich würde sagen, das ist mir richtig gut gelungen. Und jetzt wirklich als letztes platzieren wir hier noch ein paar Grasblöcke, damit ihr denkt, man könnte hier rüberspringen. Und machen jetzt hier einfach einen Gang ins Leere, Freunde. Und das ist dann hier einfach eine Sackgasse mit einem Elektrozaun. Wie cool ist das denn, bitte sehr? Okay, ich bin bereit. Ist einer von euch auch schon bereit, Orksi? Ja, wir sind auch schon ready, oder, Semlaki? Genau, Freunde, ich bin jetzt auch ready und ich würde vorschlagen, wir fangen an mit deinem Labyrinth, Orksi. Mit meinem? Wieso denn das? Ich bin dafür, dass wir mit Ukris starten. Na gut, wir können auch gerne mit deinem starten. Okay, Ukri, dann starten wir mit deinem, Orksi. Komm her, ich bin gespannt, ob wir dein Labyrinth bestehen. Oh, wow, Ukri, was hast du denn hier gemacht? Ist das etwa ein Porträt von dir selbst? Ja, von mir in 50 Jahren, wenn ich ein alter Opa bin. Aber jetzt, Freunde, versucht dieses Level zu bestehen. Ich sag mal eins, den Eingang werdet ihr niemals finden. Oh, okay, Semlaki. Warte, hier geht's ja rein, das war ja einfach. Ey, Mann, Ukri, diesen Trick kennt doch jeder. Warte mal. Oh, Mann, oh, Mann. Warte mal, ihr müsst in den Survival-Modus gehen. Ganz, ganz schnell, ganz vergessen.
Okay, jetzt muss ich das Ganze nochmal ganz schnell aus. Lass uns lieber hier rausgehen, Sam Lucky. Oh, stimmt. Wir hatten nochmal Glück, aber jetzt müssen wir in den Survival-Modus. Oh Mann, Uki, ehrlich, willst du uns das echt etwa antun? Ja, natürlich, Freunde. Und als Bestrafung, dass ihr nicht im Survival-Modus wart, bekommt ihr jetzt erstmal einen Schock von meinem Taser. Haha. Oh Mann, Uki, ist das dein Ernst? Von Uki hat mich... Mir wird so schwindelig. Und jetzt, Freunde, versucht mal so den Eingang zu finden. Let's go. Okay, Uki, wenn hier nicht der Eingang ist, wo kann er dann nur sein, Orksi? Also wir haben eigentlich gesagt, dass man bei den Füßen rein muss. Warte mal, ich habe eine Idee. Lass mal hier überall einfach rumklicken und... Genau. Warte mal. Wow, wir haben es entdeckt. Er hat einfach Ghostblöcke benutzt. Genau, das ist eine Ghost-Tür. Egal, jetzt könnt ihr rein und jetzt versucht mal mein Level zu, beziehungsweise mein Labyrinth zu überstehen. Oh Mann, Sam Lucky, willst du lieber zuerst springen? Ja, okay, ich springe als erstes, Orksi, und let's go, ich hab's geschafft und wow, da ist ein Geschütz, ihr müsst uns schnell hier verstecken. Sehr gut. Ja, Orksi, das Geschütz ballert uns ab, aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Hier sind zwei Türen und wir können hier nicht weiter und du wirst die ganze Zeit gehetet von dem Geschütz, wir müssen jetzt irgendwas uns ausdenken. Ja, versucht mal die Knöpfe zu drücken, vielleicht bringen die ja was. Okay. Los, einfach alle Knöpfe drücken. Ja, das wird schon klappen. Okay, den Knopf. Orksi, ich glaube, das funktioniert nicht. Hast du das gerade gehört, Sam Lucky? Bleibt genau da, wo ihr seid. Versucht keine Sachen außer die Knöpfe zu drücken. Okay, du verhältst dich echt verdächtig. Was müssen wir hier nur machen? Und warte mal, hier ist gerade der Boden aufgegangen. Lass uns hier schnell rein. Und zack, sehr gut. Wir sind sicher vom Geschütz. Ist das etwa ein geheimer Weg? Ja, das ist ein geheimer Weg. Aber jetzt werdet ihr niemals von diesem geheimen Weg wieder nach oben kommen. Orksi, wie können wir jetzt hier nur weitergehen? Warte mal, ist das etwa Ghostblocks? Aber hier geht's auch nicht weiter. Oh Mann, was machen wir denn jetzt nur? Ja, ich habe richtig geheime Blöcke verwendet. Das sind übrigens auch Ghostblöcke. Oh, das war ja mal mega cool. Ich glaube, das waren Ghostblock-Leitern. Okay, wir müssen jetzt hier weiter. Und wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Oh Mann, wir sind erst am Anfang, Orksi. Okay, was steht hier? 81 plus 89? Orksi, jetzt sind deine Mathefähigkeiten gefragt. Genau, Freunde. Versucht mal, die Matheaufgabe zu lösen. Vielleicht kommt ihr dann ja weiter. Okay, also, Sam Lucky, 81 plus 89. Das waren doch 170? 170? Ja, das könnte sein. Ich probier's mal aus. Und 170. Orksi, das war perfekt. Let's go. Oh nein, hier ist eine Bärenfalle. Pass auf. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Wir sind fast reingetreten. Warte mal, wir können die doch einfach abbauen, oder nicht? Oh, das klappt wirklich. Leute, das ist gegen die Regel. Man darf die Sachen nicht abbauen. Wer hat das gesagt? Du hast die Regel erst jetzt festgelegt. Also, es war nicht gegen die Regel. Das sehe ich genauso, Sam Lucky. Lass uns direkt weitergehen. Und wow, siehst du das? Hier ist einfach Lava und ein Spinnennetz. Wo müssen wir denn bitte lang gehen? Ich weiß auch Leute, nicht. Ja, Leute, denkt nach, denkt nach, denkt nach. Das ist ein Labyrinth. Ihr müsst einfach bis zum Kopf kommen. Okay, wir versuchen es. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen bis zum Kopf kommen. Hier ist eine Sackgasse, Sam Lucky. Hier geht's nicht weiter. Oh nein, das scheint wirklich so, als ob da eine Sackgasse wäre. Und warte mal. Orksi, geht's dir gut? Kommst du da wieder raus? Okay, ich glaube, du hast uns eine Falle gestellt. Eine Falle gestellt vom Meister. Oh Mann, Uki, ich bin schon wieder reingefallen. Das kann nicht sein. Immer falle ich in die Löcher. Warum du nicht, Sam Lucky? Tschüss, Orksi. Ja. Was machst du da, Uki? Sei nicht so ehrenlos. Oh Mann, Orksi, du tust mir richtig leid. Was stellt nur Uki mit dir an? Hör auf damit. Orksi kann wieder von neu anfangen. Und in dem Sinne, Sam Lucky, du machst erstmal weiter, aber ganz alleine. Oh Mann, du bist richtig fies, Uki. Weißt du das? Egal, ich werde es alleine ausschaffen. Mir fällt ja gerade was auf. Ich kann einfach den F5-Modus benutzen. Okay, damit werde ich dich komplett aufnehmen. Und warte mal, ich bin gerade fast in die Falle von gerade eben reingetappt. Ich glaube, das sind nämlich keine richtigen Blöcke, nämlich sind das Fake-Grasblöcke, Uki. Sicher, Sam Lucky? Schau mal her. Wie, schau mal her? Was hast du denn vor? Oh Mann, warum taserst du mich schon wieder? Mir wird so schwindelig. Okay, jetzt geht's mir schon wieder besser. Und Orksi, du hast es wieder hierher geschafft. Und warte mal, Orksi. Oh Mann, du bist wieder reingefallen. Uki, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
Oh nein, oh, nicht schon was wieder. Was soll das, Oxy? Okay, na gut, komm mal mit, Oxy. Ich baue einfach für dich hier eine Leiter, weil ich nett bin. Und ich will ja nicht, dass Sam Lucky vor dir ins Ziel kommt. Wie? Warum nicht? Und, nein, hier sind Stacheln. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich versuche irgendwie rüber zu springen und let's go. Wow. Oh Mann, das war knapp. Ey, wie viel Leben hast du, Sam Lucky? Wann gehst du endlich drauf? Ich werde niemals verlieren, okay. Und geht's hier irgendwie lang? Nein, hier geht's auch nicht lang. Und hier ist schon wieder einer von deinen Fake-Blöcken. Ich hab's doch gewusst, Okri. Oh Mann, okay. Ihr müsst jetzt endlich den richtigen Weg finden. Es gibt mega, mega, mega viele Wege. Oh, hier sind so viele Stacheln. Das kann doch nicht wahr sein. Und hier ist schon wieder so eine Falle, Okri. Immer dasselbe mit dir. Okay, geht's hier irgendwie lang? Ich versuch's mal, Oxy. Und warte, warte, warte. Und zack. Und oh Mann, was soll das, Junge? Du hast mich hier reingeschubst. Nein, Freunde. Ich glaub, das war's. Oh nein, das war's mit dir. Puh, Oxy, das hat lange gedauert, bis ich jetzt erstmal wieder hier bin. Und perfekt, hier bin ich gerade eben draufgegangen. Das sind auch meine Items, Freunde. Und jetzt müssen wir es hier irgendwie weiter schaffen, Oxy. Komm schon. Hier geht's nicht weiter, Sam Lucky. Hier ist nur Lava. Wie, hier geht's nicht weiter? Lass mich mal schauen, Oxy. Und egal, Sam Lucky, du weißt ja, wie das geht oder nicht. Du bist ein Jump'n'Run-Profi. Das ist ein Sidejump. Natürlich weiß ich das. Ich werde es hinbekommen, okay. Und let's go. Ich hab's geschafft. Und ich werde fast in die Falle getappt. Oxy brennt schon wieder. Oh Mann, der ist ein richtiger Noob in Jump'n'Runs. Oh Mann, das stimmt doch gar nicht, Okri, Mann. Du wirst schon sehen. Okay, ich glaube an dich. Du wirst es schaffen, Oxy. Ich gehe in der Zeit schon mal nach vorne. Ich will es erster schaffen. Und warte mal. Ich bin am Kopf angekommen, aber irgendwie komme ich hier nirgends wie rein. Wie kann das nur sein? Tja, den Eingang werdet ihr niemals finden, denn er ist überhaupt nicht hier. Oxy, dein Ernst? Oh Mann, schon wieder. Er ist zum 10. Mal da reingefallen. Oxy, das kann doch nicht wahr sein. Warum fällst du jedes Mal drauf rein? Oh Mann, ich weiß auch nicht. Okri hat das so gut gebaut. Oh Mann, Oxy, hoffentlich übertreibt Okri dich wie gerade eben. Warte mal, was machst du da? Okri, auf damit, auf damit, auf damit. Oh ja, ich kann die Armbosse benutzen, um hochzukommen. Und nein, das ist einer nicht noch, einer noch. Und jawohl, ich hab's geschafft. Was? Das war wohl nicht Okri. Oh Mann, Okri, heimgezahlt. Okay, wie kommen wir jetzt hier weiter, Oxy? Ich verstehe das nicht. Warte mal. Okri, ich weiß doch ganz genau. Du hast gerade eben die ganze Zeit Ghostblöcke benutzt. Hier hast du bestimmt auch irgendwo Ghostblöcke benutzt. Wir müssen hier nur alles andrücken und wow, let's go. Wir haben es geschafft, Mann. Wow, schau mal, wie schön das hier aussieht. Die Tür hat sich geöffnet. Let's go. Wo sind jetzt unsere Belohnungen, Okri? Ich dachte, wenn wir im Kopf sind, dann kriegen wir die geschenkt. Nein, noch nicht. Noch ist das Level nicht zu Ende. Schaut euch das mal an. Hier im Kopf müsst ihr natürlich wieder, weil ihr das Gehirn seid, eine Mathematikaufgabe lösen. Oh Mann, Okri, die Mathematikaufgabe war viel zu einfach. Natürlich gilt Punkt vor Strich. Und jetzt kann ich mir auf entspannt einen Redstone-Block rausholen. Vielen Dank, let's go! Okay, Freunde, wir sind jetzt bei Oxys Level und jetzt müssen wir versuchen, Science zu bestehen. Okri, bist du ready? Ja, natürlich, warum schlägst du mich, Sim Lucky? Also rüber da und zack! Aua! Perfekt, das war knapp. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Und Okri, pass auf, was passiert da mit dir? Oh Mann, hier sind solche Stacheln oder so, aber du musst aufpassen, du musst über die Laser springen. Jungs, 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 das wird echt schwierig. Ich sag's euch, der Anfang ist noch einfach, aber danach wird's extrem schwierig. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab gedacht, der Anfang ist schon schwierig. Und Anlauf nehmen, zack, rüber da. Und nein, ich berühre die Stacheln, ich muss hier schnell weg. Oh nein, das ist so knapp. Oh, ich hab's geschafft. Aber ich bin fast draufgegangen, Freunde. Okay, mal schauen, wohin gehen wir jetzt? Im Lucky nach links oder nach rechts? Ich würde sagen, ich gehe rechts lang und wow. Warum krieg ich Damage? Ich habe gar nicht die Lava berührt. Okay, ich gehe links lang und ganz schnell durch hier und zack. Doch, doch, Sam Lucky, du schaffst das. Schau mal, hier gibt es einen Trick. Nämlich kannst du einfach da durch, denn das ist Fake-Lava. Wie, das ist Fake-Lava? Das stimmt doch gar nicht, Okri. Du hast mich verarscht, was soll das? Hahaha, nur auf einer Seite, Sam Lucky. Du musst mal richtig nachdenken. Nur auf einer Seite? Das kann doch nicht wahr sein. Woher soll ich das denn wissen? Und ja, du hast recht, hier ist wirklich Fake-Lava. Okay, perfekt. Wir sind weitergekommen, Freunde. Und ich sehe gerade, dass genau dort vorne ein Ghostblock ist, denn Oxy, wir können ja nämlich noch springen und somit sehen wir, ob dort eine geheime Tür ist. Oh Mann, Sam Lucky, du bist so schlau. Aber weiter geht's, komm, let's go. Schnell, schnell. Zack.
Gasse. Okay, egal. Hier geht's lang. Und zack, 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 zack. Oh nein. Ey, Mann. Uchi, dieses Labyrinth ist voll verwirrend. Schon wieder falsch? Schon wieder falsch. Oh nein. Warte mal, ich habe eine Idee. Es geht bestimmt hier durch die Bilder. Genauso wie bei mir, bei meinem geheimen Gang, oder nicht? Oh, das könnte wirklich sein. Wozu sind sonst diese ganzen Bilder hier? Das frage ich mich. Okay, das heißt, wir versuchen hier irgendwie durchzukommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Warum klappt das denn nicht? Oh Mann, hier sind überall Sackgassen. Ey, Mann, Simlaki, das funktioniert wirklich nicht. Hier ist einfach kein Ausgang. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe eine Idee. Es muss irgendwie gehen. Also lass uns einfach hier lang gehen. Hier lang gehen? Was soll es denn hier Gutes geben? Kann man hier etwa auch lang? Ist ja ein versteckter Geheimgang. Und schau dir das an, Simlaki. Hier vorne sind einfach Ghostblöcke. Oh Mann. Yo, ich sehe es auch. Hier backen die Blöcke irgendwie ein bisschen. Und zack, perfekt. Wir haben es geschafft. Oh Mann, okay. Oh Mann. Nur wegen diesem blöden Bilderbug hier vorne. Deswegen. Ja, die Bilder haben dich verraten, Orksi. Okay, jetzt müssen wir hier schnell rüberspringen. Und nein, ich wurde da reingedrängt, Okri. Simlaki, rüberspringen und nicht reingehen. Ja, das üben wir nochmal. Genau hier nämlich. Und zack, perfekt. Oh Mann, das ist so knapp, Freunde. Und nochmal rüber. Och, ich krieg hier die ganze Zeit Damage. Oh Mann, und jetzt geht's weiter, 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 weiter. Was ist das hier schon wieder? Ich glaube, hier sind schon wieder mehrere Gänge. Ein Moment mal. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier vorne sind solche Teile, die mich abschießen. Oh ja, ich sehe es. Geschütztürme, das kann nicht wahr sein. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Oh nein, das kann doch alles nicht wahr sein. Was machen wir denn jetzt? Funktionieren auch nicht. Keine Tür öffnet sich. Warte mal. Hier unten ist eine Falltür. Das hatte ich doch bei meinem Level auch. Ja, genau, das hattest du. Ich habe irgendwie aus Zufall darauf gedrückt, Ukri. Und perfekt. Und was machen wir jetzt? Ist hier noch eine Falltür oder geht's hier nicht mehr weiter? Leute, Leute, Leute. Oxy, ich dachte, wir sind in einer Sackgasse, aber schau dir das an. Hier vorne sind einfach Ghostblöcke. Yo, jetzt sehe ich's auch. Und man kann hier einfach durch. Und, warte mal. Okri, warum bist du gerade runtergefallen? Ja, Okri, du hast die anderen Ghostblöcke nicht gesehen. Haha. Wie? Oh nein, das kann nicht wahr sein. Er ist einfach da runtergefallen. Naja, Freunde, besser für mich. Und wir machen weiter mit dem zweiten Level. Lieblingsfarbe von Lea. Das weiß ich doch ganz genau, Orksi. Niemals wirst du es rausfinden. Du weißt es nicht. Okay, mal gucken. Wir haben einmal zur Verfügung 1 gleich pink und 2 gleich weiß. Freunde, was ist Leas Lieblingsfarbe? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ist es 1 pink oder ist es 2 weiß? Mal schauen, wer es von euch weiß, Freunde. Ihr habt genau 3 Sekunden Zeit, es in die Kommentare zu schreiben. 3, 2, 1 und 0. Also, was ist die richtige Antwort? Ich weiß es ganz genau. Es ist natürlich pink. Und deswegen gebe ich hier auch die 1 ein und let's go. Es war richtig. Warte mal, was? Warum war ich hier runter? Simlaki, Ghostblöcke nicht gesehen. Oh Mann, Orksi, das kann doch nicht wahr sein. Ich war so weit in deinem Level und jetzt muss ich alles von neu machen. Oh ja, so ist das leider. Okay, Freunde, ihr habt's gehört. Das kann jetzt lange dauern. Oh Mann, Freunde, das hat echt lange gedauert. Naja, wir wissen ja die Lösung und das ist 1. Und warte mal, Okri, du bist ja auch schon da. Ja, natürlich. Ich war viel früher als du fertig. Oh, Okri, das aber nur, weil ich hier runtergefallen bin. Wie hast du es bitte sehr geschafft? Und zack, wir springen rüber und let's go. Hier ist richtig viel Loot drin. Warte mal, warum ist hier so wenig drin? Okri, kann es sein, dass du hier schon ein bisschen was gestohlen hast? Kann sein, aber muss nicht sein, Simlaki. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu deinem Level, zum allerletzten. Okay, so machen wir das. Let's go. Jetzt müsst ihr beide in den Survival-Modus. Okay, Freunde, jetzt seid ihr dran. Ihr müsst versuchen, mein Labyrinth zu bestehen. Und was soll das? Warum machst du mein Labyrinth kaputt, Orksi? Sorry, war noch nicht im Survival-Modus. Okay, jetzt bin bereit. Okay, du bist bereit, Ukri. Bist du auch ready? Natürlich bin ich ready. Ich bin der Beste. Und let's go. Ich bin gespannt, ob ihr mein Labyrinth meistern werdet. Und die habt direkt die erste Falle entdeckt. Oh Mann, was ein einfacher Sprung, Simlaki. Du bist voll der Noob im Natürlich, Simlaki. Das war doch klar. Bei Ukri bin ich die ganze Zeit drauf reingefallen. Jetzt bestimmt nicht mehr. Okay, freut euch jetzt noch. Gleich werdet ihr euch nicht mehr freuen. Und du bist drauf reingefallen. Das hier ist Fake Water. Ja, Oxy, du darfst doch nicht einmal in die Lava gehen. Komm, wir müssen jetzt richtig weit springen. Und let's go. Warte mal, Ukri, das schafft man doch gar nicht. Okay, ihr könnt jetzt weitergehen. Okay,
Sam Lucky, dein Ernst? Are you serious striking out, bro? Ist das gerade eine Sackgasse oder was? Oh mein Arm! Das hat der Blitzer oder sowas an sich! Schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück! Ahaha, Freunde, ihr seid genau auf meine Falle eingetappt! Das hier ist ein Elektrozaun und hier ist eine Sackgasse! Ihr müsst jetzt irgendwie versuchen, den richtigen Weg zu finden und ihr brennt die ganze Zeit! Mein Plan geht so in Erfüllung! Oh Mann, Sam Lucky, deine Level sind echt gut gebaut. Naja, warte mal, Ukri, siehst du das hier oben? Nein, was meinst du, Oxy? Oh Mann, Oxy, ich sehe es, eine Ghost-Tür. Oh ja, du hast recht, Ukri, na los, lass uns da direkt reingehen. Und hoppala. Hopp, nicht auf die Falle treten, Oxy, pass auf. Und nach vorne, warte mal, ey, was soll das denn sein? Lass uns hier durch, dann gehen. Freunde, ihr habt's bemerkt. Ich hab hier Windturbinen eingebaut, die euch zurück auf die Falle schleudern. Ihr müsst richtig aufpassen. Komm schon, Oxy, und wir schaffen das. Warte mal, sehe ich das da richtig? Schau dir das mal an, hier vorne ist eine Tür, Oxy. Und schnell öffnen, schnell öffnen, schnell öffnen. Oh Mann, schon wieder eine Ghost-Tür. Oh Mann, jedes Mal entdeckt ihr das. Es ist echt unfair. Das nächste Mal mache ich Ghost-Blöcke hin. Ihr schaut die ganze Zeit da drüber. Ich hätte eine 3 Meter hohe Wand machen sollen. Okay, naja, ihr habt das Level bestanden. Und jetzt geht es weiter. Ihr seid die ganze Zeit fast in die Bärenfallen getappt. Wir hatten sowas von Glück, Sam Lucky. Und jetzt einfach hier rüber. Zack, zack, zack und let's go. Warte mal. Ukri, oh Mann, ey, das kann doch nicht sein, Sam Lucky. Oh Mann, Ukri ist echt ein Tollpatsch. Warte mal, Oxy, das ist verboten. Hör auf damit. Ich wusste es, dass hier noch irgendwo eine Falle ist, Sam Lucky. Okay, naja, jetzt ist es verboten, den Boden abzubauen. Und hier sind Elektrozäune. Du wolltest dich wohl am Rand ranschleichen. Damit habe ich schon gerechnet. Und warte mal, wo seid ihr denn jetzt beide? Oh Mann, endlich sind wir angekommen, Sam Lucky. Das hat so lange gedauert. Na, ja, los, ich kann nicht mehr. Komm schon und zack. Also, Ukri, hier sind überall Elektrozäune. Und das hier unten sind alles Fallen. Wie sollen wir denn bitte hier dann langkommen? Guck mal, hier vorne ist keine Falle und hier vorne ist auch keine Falle und hier vorne ist auch keine Falle und hier vorne ist auch keine Falle. Verstehst du, Oxy? Das ist immer im Intervall von 2. Oh, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Das war ein Intervall von 2, Sam Lucky. Wir haben dich ertappt. Oh, ihr habt's wirklich herausgefunden. Ukri, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Oh nein, schon wieder in den Türen, die wir nicht hindurchkommen. Was sollen wir tun? Warte mal, eine Matheaufgabe? Was ist 10 mal 10? Steht dort drauf. 10 mal 10. Lass uns mal rechnen. 10, 20, 30, 4. Stopp, 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 Freunde. Ihr könnt doch nicht so dumm rechnen. Wisst ihr nicht, was 10 mal 10 sind? Ukri, jetzt streng doch mal dein Köpfchen an. Okay, ich streng schon an, ich streng schon an. 10 mal 10, 1 mal 10, 2 mal 10, 5. 5? Wie 5? Oh Mann, Ukri. Okay, versuchst du nicht richtig. Ich mein 500. 500? Warte mal, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ganz genau 100. Los, lass uns rein. Los, los, los. Oh Mann, Mathe müssen wir nochmal üben. Ukri, 500 um 5? Wie bist du nur darauf gekommen? Okay, und jetzt geh mal hier rein, denn das nächste Level steht genau vor dir. Oh Mann, was soll das denn sein? Bitte? Warte mal, siehst du das? Wenn wir hier vorne hingehen, dann zündet sich einfach das Feuer hier vorne an. Oh ja, du hast recht. Was ist das bitte, Sam Lucky? Das habe ich noch nie gesehen. Und wir können das Feuer auch nicht löschen. Oh Mann, wie kommen wir hier hindurch? Egal, lass uns einfach rüberspringen. Und zack! Hey, und zack! Richtig gesehen, das ganze Feuer aktiviert sich und irgendwie habt ihr es geschafft. Naja, jetzt ist das nächste Level genau vor euch, nämlich das Geschützenturm-Level. Okay, und schnell hindurch, schnell, 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 schnell. Na los, na los, Ukri, wie ging das hin, Bro? Okay, perfekt. Warte mal, hier sind ja Laser, pass auf, du hast mich fast reingestoßen. Oh nein, nicht, dass dein Schildkrötenhelm verbrennt. Pass auf, Oxy. Ganz ruhig, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Und top. Oh, Oxy, du hast es geschafft, Ukri. Jetzt bist nur noch du dran. Und pass auf, nicht, dass die Geschütztürme dich treffen. Hahaha, let's go. Und zack. Oh, perfekt, Ukri. Du hast es wirklich geschafft. Jetzt gehst du nur noch unter den Laser und jetzt nochmal einmal drüber springen. Und genauso wie Oxy hast du es geschafft. Okay, Freunde, jetzt könnt ihr zu meinem Kopf gehen. Viel Spaß. Oh, okay, yeah, endlich, 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 endlich. Okay, warte mal. Ukri, man braucht hier einen Schlüssel. Hast du irgendwie den Schlüssel gefunden? Nein, tatsächlich nicht. Woher soll ich den Schlüssel haben? Sollen wir vielleicht Sam Lucky als Schlüssel benutzen? Sam Lucky, kannst du uns vielleicht kurz deinen Kopf geben?
Freunde, was redet ihr da? Ihr habt offensichtlich einen Schlüssel übersehen irgendwo hier auf der Map. Haha, let's go! Warte mal. Willst du es gerade echt sagen, dass ich und Ukri den ganzen Weg umsonst gelaufen sind und wieder komplett zurück müssen? Ja genau, das will ich euch sagen, denn ich habe hier irgendwo im Labyrinth die Keycard versteckt, aber wo, werde ich euch nicht sagen. Okay, dann los, schnell, Ukri, wir müssen wieder durch die Geschütze und perfekt, kommt in meine Hand. Oh Mann, danke schön, Oxy, dann schnell hier durch. Okay, wir kriegen das diesmal schnell hin. Ihr erledigt das ehrlich gut, die Mathe-Lösung wisst ihr jetzt auch und jetzt könnt ihr hier nochmal ganz entspannt durch. Okay, das sah nicht so gut aus, Freunde. Oh Mann, ich glaube, das kann noch etwas dauern, Freunde. Oh Mann, Oxy, ich bin zum Glück beim Anfang gespawnt. Schau es dir an, wir haben irgendwas übersehen am Anfang, lass uns das mal anschauen. Oh ja, lass uns mal alles durchsuchen hier. Okay, hier vorne waren wir, hier vorne war eine Sackgasse. Hier vorne war absolut gar nichts, nur Fake Water. Und hier ging's lang. Wo haben wir noch nicht vorbeigeschaut? Links und rechts eigentlich. Und hier, warte mal. Sam Lucky, hier drin ist eine Keycard. Hier drin ist der Schlüssel. Oh ja, ihr habt die Keycard gefunden, Freunde. Schneller als gedacht. Und jetzt könnt ihr zu meinem Kopf gehen. Aber davor müsst ihr nochmal das ganze Labyrinth einmal durchgehen. Das kann jetzt auch lange dauern. Ich warte schon mal im Kopf bei euch. Hahaha, let's go. Oh Mann, Freunde, ich warte hier schon so lange. Bestimmt eine halbe Stunde oder so. Wo bleiben Sam Lucky, die endlich? Das ist echt nicht dein Ernst. Ich und Ukri mussten den ganzen Weg hier reinlaufen. Ja, das war extra so gedacht, aber jetzt könnt ihr hier eure Belohnung abholen. Warte mal, was? Siehst du das, Ukri? So viele Diamanten, wow! Und eine blaue Orchidee, ich liebe blaue Orchideen, wow! Und hier ist einfach noch ein Schildkrötenhelm. Auf meinem Schildkrötenhelm ist ein Schildkrötenhelm. Auf meinem Schildkrötenhelm ist ein Schildkrötenhelm. Wie cool ist das bitte? Dankeschön, Sam Lucky. Ja, richtig gesehen, Freunde. Und damit, Freunde, würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würden wir wirklich sehr, sehr freuen. Diamanten Party, Freunde! Schaut noch gerne bei meinen Freunden Ukri und Oxy vorbei. Leia hat keinen Kanal. Und jetzt würde ich sagen, drück schnell aufs nächste Video. Schnell, schnell, schnell!